Hunde sind an Italiens Stränden eigentlich verboten, aber für sie gibt es eine Ausnahme. Es sind Bademeister auf vier Pfoten, die Leben retten können. In einer europaweit einzigartigen Schule werden Hund und Halter speziell für diesen Job ausgebildet. Abseilen aus 30 Metern Höhe ist für sie der echte Kick. Stürmische See macht ihnen keine Angst, denn Wasser ist ihr Element. Die italienischen Baywatch-Hunde beim Training. Die besten Menschenretter, Labradore und Neufundländer. Gründer der Schule für Rettungshunde ist Ferruccio Pilenia. Sein Neufundländer Mass ist einer der erfahrensten und coolsten Lebensretter. Sie sind sehr kräftig, haben wasserabweisendes Fell, können stundenlang schwimmen, auch im kalten Wasser. Vor allem kommen sie mit diesen Schwimmhäuten besonders gut vorwärts, fast wie mit Flossen. Hund und Herrchen arbeiten immer zu zweit. Der Hund unterstützt den Retter. Er zieht sowohl ihn als auch die Menschen in Not, wenn nötig, viele Kilometer weit. Das geht natürlich nur, wenn sie ein eingespieltes Team sind. Gegenseitiges Vertrauen und Verständnis sind am wichtigsten. Das erarbeitet man sich mit viel Zeit und Geduld im Training mit dem Hund. Aber es muss für sie wie ein Spiel sein, kein Zwang. Sie können 10 Leute mitsamt Boot eine gute halbe Stunde lang schleppen. Jedes Jahr haben sie durchschnittlich 10 Menschen gerettet. Zum Beispiel habe ich mit meinem Hund Schiffbrüchige von einem Segelboot gerettet. Andere haben in der Toskana 2 deutsche Kinder oder in Sizilien sogar gekenterte Polizisten gerettet. Es waren sehr viele. Zum 20. Jubiläum zeigen die Hunde in Lecco am Comer See, was sie drauf haben. Die Hundeschule arbeitet eng mit dem italienischen Küstenschutz zusammen. Sie vergibt eine staatlich anerkannte Lizenz für Wasserrettungshunde. Das ist in Europa einmalig. Für den Einsatz vom Hubschrauber aus gibt es eine Sonderprüfung. Die Hunde sind kaum zu halten, begeben sich voller Vertrauen in die Arme ihres Herrchens. Sie fühlen sich im Hubschrauber wie zu Hause. Es ist schön für sie. Und die erfahrenen Hunde machen den Jüngeren vor, was das für eine tolle Sache ist. Und bei aller Anstrengung beweisen sie noch Zartgefühl. Diese Rettungsart tut nicht mal weh. Nein, 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 nein. Und wenn er mich retten würde, wäre mir ein bisschen Schmerz auch egal. Auch die Zuschauer würden sich gerne mal von einem Vierbeiner retten lassen. Hoffentlich. Das wäre schön. Sie sind vielleicht sogar besser als Menschen. Sie lieben uns Menschen. Sie sind so wie wir. Diesmal am Comer See ist zum Glück alles nur Spiel und Show. Aber die 300 italienischen Baywatch-Hunde wissen auch im Ernstfall genau, was sie tun müssen.